All right. So now you have to be placed towards yourself very pleasantly. Jetzt müssen Sie sich selbst gegenüber positiv eingestellt sein. I must have faith and self-confidence in yourself that you are going to get your self-realization and that you are going to get it in a big way. Und Sie müssen Vertrauen und Selbstvertrauen haben, dass Sie Ihre Selbstverwirklichung bekommen werden, und zwar auf eine großartige Art und Weise. So now, please put your left hand towards me like this, symbolizing your desire to get self-realization. Also bitte strecken Sie die linke Hand so zu mir, indem Sie symbolisieren, dass Sie die Selbstverwirklichung bekommen wollen. Open it out fully. Und strecken Sie die Finger. And now we have to use the right hand to give nourishment to our centers, but we work it only on the left hand side. Und wir benutzen die rechte Hand, um unsere linken Zentren zu nähren und zu unterstützen. Wir arbeiten aber nur auf der linken Seite. So, first we'll show you how to do it, and then you'll have to close your eyes, and then the Kundalini Awakening will take place. Zuerst werde ich es Ihnen zeigen und dann müssen Sie die Augen schließen und die Erweckung der Kundalini kann vor sich gehen. So now, first of all, we have to put left hand towards me like this and right hand on our heart. Zuerst müssen Sie die linke Hand so zu mir strecken und die rechte Hand aufs Herz legen. Here resides the spirit. Hier residiert der Geist. Then we bring our right hand on the left hand side in the upper part of our abdomen and press it hard. Dann legen wir die rechte Hand auf die linke obere Seite des Bauches und drücken fest. Now, this is the center of our mastery. Das ist das Zentrum unserer Meisterschaft. Now we take down our hand in the low portion of our abdomen. Jetzt legen wir die rechte Hand auf die linke Lendengegend. And press it hard. Und drücken fest. This is the center of pure knowledge. Das ist das Zentrum des reinen Wissens. This pure knowledge manifests on your central nervous system. Dieses reine Wissen manifestiert sich auf Ihrem zentralen Nervensystem. Now we take back our right hand in the upper portion of our abdomen. Jetzt legen wir die rechte Hand wieder auf die obere Seite des Bauches, auf der linken Seite. Then we take our right hand on our heart. Dann legen wir die rechte Hand aufs Herz. Now we take our right hand in the corner of our neck and our shoulder and put it as back as possible. Jetzt legen wir die rechte Hand auf den linken Halsansatz und drehen den Kopf so weit wie möglich nach rechts. And turn your head to your right. Wir drehen den Kopf nach rechts. This is the center catches when you feel guilty. Das ist das Zentrum, das blockiert, wenn Sie sich schuldig fühlen. Now, please take your right hand on top of your forehead across. And put down your head and press it on both the sides. Jetzt legen Sie bitte Ihre rechte Hand quer über die Stirne und beugen Sie den Kopf nach vorne und drücken Sie auf beide Schläfen. Now, please remember that this is the center to forgive everyone in general. Und bitte erinnern Sie sich, dass das das Zentrum ist, an dem Sie jeden allgemein verzeihen müssen. Now, take back your right hand on the back side of your head. Jetzt legen Sie die rechte Hand auf Ihren Hinterkopf. And slowly push back your head as far as possible. Und legen Sie Ihren Kopf langsam nach hinten. And here, for your own satisfaction, without counting your mistakes and your so-called sins, you have to ask for forgiveness from the divine power. Und hier zu Ihrer eigenen Zufriedenheit und ohne Ihre sogenannten Sünden zu zählen, sollen Sie das Göttliche um Verzeihung bitten. Now, stretch your hand fully
and put the center of your palm on top of the fontanelle bone area, which was a soft bone in your childhood. Jetzt strecken Sie die Finger Ihrer rechten Hand und legen Sie das Zentrum Ihrer Handfläche auf die Fontanelle, die ein weicher Knorpel war, als Sie noch ein Kind waren. Now this is very important. So put down your head and stretch your fingers as far as possible backwards. So there's a very good pressure on your scalp. Drücken Sie den Kopf nach vorne und drücken Sie mit Ihrer Handfläche so fest wie möglich auf Ihre Kopfhaut. Put down your head properly and press it hard and push back your fingers. Beugen Sie Ihren Kopf so weit wie möglich nach vorne und drücken Sie fest und strecken Sie Ihre Finger weg. Now here you have to move your scalp. Slowly, scalp, not your hands. Scalp slowly, 7 times clockwise. Jetzt müssen Sie Ihre Kopfhaut langsam 7-mal im Uhrzeigersinn bewegen. Now, that's all we have to do. You have to sit in a very natural, comfortable pose, not to bend too much or to bend backwards. Sie sollen in einer natürlichen Haltung sitzen, nicht zu weit vorgebeugt und auch nicht zu weit zurückgelehnt. Now, please close your eyes. Jetzt schließen Sie bitte Ihre Augen. Those who are sitting on the chair, please keep both your feet apart from each other. Die auf einem Sessel sitzen, sollen bitte ihre Füße mit etwas Abstand voneinander auf dem Boden haben. Now please, put the left hand towards me on your lap. Jetzt strecken Sie bitte Ihre linke Hand, die auf dem Oberschenkel liegt, zu mir. And right hand on the heart. Und legen Sie die rechte Hand auf das Herz. Now please close your eyes and don't open them till I tell you. Jetzt schließen Sie bitte Ihre Augen und öffnen Sie sie nicht, bis ich es Ihnen sage. Now here you have to ask me a very fundamental question. You may call me Sri Mataji or Mother. Hier können Sie mich eine sehr wichtige Frage fragen. Sie können mich Sri Mataji oder Mutter nennen. You can ask the question 3 times. Mother, am I the spirit? Sie können 3-mal folgende Frage stellen. Mutter, bin ich der Geist? Now, if you are the spirit, you are your master, you are your guru, you are your guide. Also, wenn Sie der Geist sind, dann sind Sie auch Ihr Meister, Ihr Guru, Ihr Führer. So now take down your hand in the upper portion of your abdomen on the left hand side and press it hard. Jetzt legen Sie also bitte Ihre rechte Hand auf die linke obere Seite des Bauches und drücken Sie fest. Here now, you have to ask another question. Hier müssen Sie jetzt eine andere Frage stellen. Mother, am I my own master? Mutter, bin ich mein eigener Meister? Three times. 3-mal. I have already told you that I cannot force anything on you and I respect your freedom. Ich habe Ihnen schon gesagt, dass ich Ihnen nichts aufzwingen kann und dass ich Ihre Freiheit respektiere. So I cannot force self-realization on you. Ich kann Ihnen daher die Selbstverwirklichung nicht aufzwingen. So now
Please take your hand down into the lower portion of your abdomen. Jetzt legen Sie also bitte Ihre rechte Hand auf die linke Lendengegend. And press it hard. Und drücken Sie fest. Here, I cannot force pure knowledge on you. Hier kann ich Ihnen das reine Wissen nicht aufzwingen. So please ask 7 times. Mother, please give me pure knowledge. Also bitte fragen Sie 7-mal. Mutter, bitte gib mir das reine Wissen. Say it 6 times because this center has got 6 petals. Fragen Sie es 6-mal, denn dieses Zentrum hat 6 Blütenblätter. As soon as you ask for pure knowledge, the Kundalini starts moving upward. Sobald Sie um das reine Wissen bitten, beginnt sich die Kundalini nach oben zu bewegen. So we have to nourish the higher centers with our self-confidence. Wir müssen die oberen Zentren mit unserem Selbstvertrauen nähren. So now raise your right hand and put it in the upper portion of your abdomen on the left hand side and press it hard. Legen Sie jetzt Ihre rechte Hand auf die linke obere Seite des Bauches und drücken Sie fest. Now here, with full confidence, please say 10 times, Mother, I am my own master. Hier sagen Sie mit vollem Selbstvertrauen, Mutter, ich bin mein eigener Meister. 10-mal. I have already told you that the greatest truth about you is that you are not this body, you are not this mind. Ich habe Ihnen bereits gesagt, die größte Wahrheit über Sie ist, dass Sie nicht dieser Körper, dass Sie nicht dieser Verstand sind. You are not these emotions and you are not these conditionings and you are not this ego. Sie sind weder diese Emotionen, noch sind Sie dieses Ego, noch diese Konditionierungen. But you are pure spirit. Sondern Sie sind der reine Geist. So now raise your right hand on your heart. Jetzt legen Sie bitte Ihre rechte Hand auf das Herz. And here you have to say with full confidence 12 times, Mother, I am the spirit. Und hier sagen Sie 12-mal mit vollem Selbstvertrauen, Mutter, ich bin der Geist. The divine power is the source of knowledge. Die göttliche Kraft ist die Quelle des Wissens. It is the source of joy and ocean of blessings. Es ist die Quelle der Freude und der Ozean des Segens, der Gnade. It is the ocean of love and compassion. Es ist der Ozean der Liebe und Barmherzigkeit. But above all, it is the ocean of forgiveness. Aber vor allem ist es der Ozean des Verzeihens. And whatever mistakes you commit can be resolved completely by this great power of forgiveness. Und was auch immer für Sünden Sie begehen, die können alle in diesem Ozean der Vergebung aufgelöst werden. So now raise your right hand in the corner of your neck and your shoulder, take it as far back as you could. Jetzt legen Sie Ihre rechte Hand auf den linken Halsansatz. Now turn your head to your right. Jetzt and here, you have to say with full confidence 16 times,
Please believe what I say. 16 times. Mother, I am not guilty at all. Drehen Sie den Kopf nach rechts und sagen Sie 16 Mal mit vollem Selbstvertrauen. Bitte glauben Sie, was ich sage. Mutter, ich bin überhaupt nicht schuldig. I have already told you that whether you forgive or don't forgive, you don't do anything. Ich habe Ihnen bereits gesagt, ob Sie verzeihen oder nicht verzeihen, Sie tun nichts dabei. But if you don't forgive, then you play into wrong hands. Aber wenn Sie nicht verzeihen, dann liefern Sie sich den falschen Leuten so aus. So it is a myth that you cannot forgive. Also ist es ein Mythos, dass Sie nicht verzeihen können. So now, raise your right hand on your forehead across and put down your head and press it on both the sides. Also legen Sie bitte Ihre rechte Hand quer über die Stirne, beugen Sie Ihren Kopf nach vorne und drücken Sie beide Schläfen. Now here, say it with full confidence. Und hier sagen Sie mit vollem Vertrauen, Mother, I forgive everyone. Mutter, ich verzeihe jedermann. From your heart, not how many times. Von ganzem Herzen, nicht wie oft. Now take back your right hand on the back side of your head and push your head on it as far as possible upward. Jetzt legen Sie Ihre rechte Hand auf den Hinterkopf und legen Sie den Kopf so weit wie möglich zurück. Here for your satisfaction, without feeling guilty, without counting your mistakes, you have to say, O divine power, if I have done any mistakes, please forgive me. Und hier, ohne sich schuldig zu fühlen und ohne Ihre Fehler zu zählen, sagen Sie, O göttliche Kraft, wenn ich irgendwelche Fehler begangen habe, bitte verzeihe mir. Also say it from your heart, not how many times. Das sagen Sie bitte auch von Ihrem Herzen. Es kommt nicht darauf an, wie oft. Now stretch your palm fully. And put the center of your palm on top of the fontanel bone area, which was a soft bone in your childhood. Jetzt strecken Sie Ihre Finger und legen Sie das Zentrum Ihrer Handfläche auf die Fontanelle, die ein weicher Knorpel war, als Sie noch ein Kind waren. Now, press your scalpel by pushing out your fingers. Drücken Sie Ihre Finger zurück und drücken Sie fest auf Ihre Kopfhaut. And please bend your head as much as possible. Und beugen Sie Ihren Kopf so weit wie möglich nach vorne. Now, here again, I cannot cross over your freedom and cannot force self-realization on you. Wiederum kann ich Ihnen nichts aufzwingen. Ich kann Ihre Freiheit nicht gegen Ihre Freiheit verstoßen. Ich kann Ihnen die Selbstverwirklichung nicht aufzwingen. So now move your right hand with great pressure on your scalp. So in such a manner that you move the scalp slowly clockwise 7 times saying, Mother, please give me my self-realization. Und drücken Sie. Push back your fingers, push back your fingers. Put a proper pressure first. Strecken Sie Ihre Finger ganz fest aus und drücken Sie mit Ihrer Handfläche so fest, ganz fest und bewegen Sie die Kopfhaut ganz langsam im Uhrzeigersinn. 7 Mal. Und sagen Sie dabei, Mutter, bitte gib mir meine Selbstverwirklichung.
Now, please take down your hands. Jetzt nehmen Sie bitte langsam Ihre Hände herunter. And open your eyes. Und öffnen Sie Ihre Augen. Now put the right hand towards me like this. Jetzt strecken Sie bitte Ihre rechte Hand zu mir. And bend your head. And put the left hand on top to see if there's a cool breeze coming out. Und beugen Sie Ihren Kopf nach vorne und probieren Sie mit der linken Hand, ob Sie die kühle Brise aus Ihrem Kopf kommen spüren. Don't keep it on top of your head, but away. Sometimes you get it very much away. And sometimes you get heat coming, doesn't matter. Manchmal kann es sehr weit über dem Kopf sein. Manchmal kann auch etwas Hitze zuerst herauskommen. Now, please put your left hand towards me. Jetzt strecken Sie bitte Ihre linke Hand zu mir. And the right hand. You bend your head again. And see with your right hand if there's a cool breeze coming out of your head. Even if this hot breeze doesn't matter. Und sehen Sie mit Ihrer rechten Hand, ob Sie die kühle Brise aus Ihrem Kopf kommen spüren. Auch wenn etwas Hitze kommt, das macht nichts. See if there's a cool breeze coming out of your fontanelle bone area. Sehen Sie, ob Sie die kühle Brise spüren, die aus Ihrer Fontanelle kommt. Now again, put your right hand towards me. Bend your head and see for yourself if there's a cool breeze coming out of your head. See it with your left hand. Jetzt wieder strecken Sie die rechte Hand zu mir und probieren Sie, ob Sie mit der linken Hand spüren, dass die kühle Brise aus dem Kopf kommt. Now raise both your hands. Jetzt strecken Sie bitte beide Hände. Put your hands up towards the sky and put your head towards the sky. Strecken Sie beide Hände zum Himmel und drücken und legen Sie auch Ihren Kopf zurück und sehen Sie zum Himmel. And ask any one of these questions three times. Und stellen Sie eine der folgenden Fragen dreimal. Mother, is this the cool breeze of the Holy Ghost? Mutter, ist das die kühle Brise des Heiligen Geistes? Mother, is this the all-pervading power of divine love? Mutter, ist das die alles durchdringende Kraft der göttlichen Liebe? Mother, is this the Param Chaitanya? Mutter, ist das der Param Chaitanya? Ask any one of these questions three times. Stellen Sie eine dieser drei Fragen dreimal. Don't doubt that if there's a cool breeze coming, don't doubt that it is air conditioning and all that. Suddenly, how can it be? Zweifeln Sie nicht daran, dass Sie plötzlich diese kühle Brise spüren können. Now take down your hands, please. Put your hands towards me like this. Strecken Sie jetzt Ihre Hände so zu mir. Take down your hands. Put both the hands towards me like this. And don't think you can do it. You have reached the state of thoughtless awareness. Strecken Sie die Hände so zu mir und denken Sie nicht. Sie können es. Sie haben jetzt das Stadium des gedankenfreien Bewusstseins erreicht. All those who have felt the cool breeze or hot breeze out of their fontanelle bone area or their fingertips or on their hands. Please raise your both the hands. All die kühle Brise aus ihrer Fontanelle oder auf ihren Händen gespürt haben, sollen bitte beide Hände heben. Those who have felt, please raise them higher, I would like to see. Strecken Sie bitte Ihre Hände hoch, ich würde es gerne sehen. Practically, I think everybody has felt. So I bow to all the saints of Austria. Ich glaube, es hat jeder bekommen.
Ich verbeuge mich vor all den Heiligen Österreichs. Now you have felt it, but you must know how to use it. You must know all about it. Don't waste it. Jetzt haben Sie es gespürt, aber Sie müssen auch wissen, wie Sie es benutzen sollen. Vergeuden Sie es nicht. Whenever I come, there are lots of people. But once I go, they do not go to the follow-on and develop themselves. Wann immer ich komme, kommen sehr viele Leute. Aber dann, wenn ich wieder nicht weg bin, dann kommen die Leute nicht mehr zu den Folgeprogrammen und entwickeln sich. You have faith in me. But I say, have faith in yourself. You all can become like me. Sie haben Vertrauen in mich, aber ich sage, haben Sie Vertrauen in sich selbst. Sie können alle wie ich werden. Work it out. We have to transform this world. Arbeiten Sie es aus. Wir müssen diese Welt transformieren. It is the most important thing today. Das ist heute das Allerwichtigste. And you all also have to help me. Und Sie alle müssen mir helfen. We cannot discuss about it. It is beyond our mental activity. Man kann darüber nicht diskutieren. Es ist jenseits der mentalen Aktivität. You'll enjoy it, I know. You'll feel very nice. But you must establish it fully. Sie genießen es. Ich weiß, Sie fühlen sich sehr angenehm, aber Sie müssen es völlig etablieren. I hope all of you will make it a point to develop yourselves into great trees. Ich hoffe, Sie werden sich es alle vornehmen, dass Sie sich zu großen, großartigen Bäumen entwickeln. I'll come next year again. Till then, you have to really grow into great surgeries. Und ich werde nächstes Jahr wiederkommen und bis dahin sollen Sie sich alle zu großen Sahaja-Yogis entwickeln. So respect your self-realization and you can achieve everything within 1 month's time. Also respektieren Sie Ihre Selbstverwirklichung. Sie können alles innerhalb eines Monats erreichen. For which you don't have to pay anything. Für das Sie nichts zahlen müssen. Only some time to be given. Sie müssen nur ein wenig Zeit haben. We save the time. We have watches to save the time, to waste it. Sie sparen immer Zeit, aber was machen Sie mit dieser Zeit? Sie vergeuden sie. So little time is to be given. Sie müssen nur ein wenig Zeit opfern. So much cool breeze that I am getting breeze from you. So viele kühle Brise gibt es momentan, dass ich sie von Ihnen erhalte. So, thank you very much. Ich danke Ihnen sehr. Thank you.